Der Hamid und der Mohammed Reza verabschieden sich in Aarau und brechen auf zu ihrem Abenteuer. Afghanische Kollegen, die sie vom Fußball kennen, begleiten sie auf den ersten 5 Kilometer. Sie wollen ihre Integration selber in die Hand nehmen. Dafür setzen sie auf den Schweizer Volkssport Nummer 1, Wandern. In einem Monat wollen sie quer durchs ganze Land. Ihre Ziele? Vorurteile abbauen, die Bevölkerung, Kultur und Sprache besser kennenlernen. Jede Nacht beispielsweise übernachten. Und alle Menschen können sie sehen. Das ist möglich. Auch mit Flüchtlingen keine Angst. Auch mit den Schweizer können einfach Kontakt machen und integrieren. Wir wollen uns integrieren. Die erste Etappe heute geht auf Sissach. Den Weg dorthin finden sie mit Hilfe vom Handy. Wo bin ich? Sissach. Sissach. Wie viele Kilometer ist Thomas? Die finale Route geplant haben sie letzte Woche. Zusammen mit dem Thomas Meyerberg. Er unterstützt die Flüchtlinge bei diesem Vorhaben. Dank einem Aufruf in einem YouTube-Video haben sie für fast jede Nacht eine Gastfamilie gefunden. Der Ablauf war eigentlich fertig geplant. Dann hat aber die Gemeinde Britnau davon Wind bekommen. Dort wohnt der Mohammed Reza. Auswärts übernachten, das sei problematisch. Ihr Vorhaben darum nicht möglich. Die beiden Freunde haben Angst gehabt, sie können ihre Wanderung nicht machen. Wir wurden enttäuscht. Und eine Woche, ich bin traurig, viel traurig, aber viel Stress. Aber weil wir möchten eine gute etwas machen. Aber wieso? Stopp. Die beiden Integrationswilligen konnten nicht verstehen, warum man gegen ihr Projekt sein kann. Der Grund für die Unsicherheiten ist das Schweizer Asylgesetz. Dort steht, Asylsuchende sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. In der Auslegung dieses Artikels sind die Gemeinden autonom. Britnau, wo der Mohammed Reza wohnt, hat zusätzliche Gemeinderichtlinien und will, dass die Asylsuchenden in den Unterkünften der Gemeinde übernachten, sagt Frau Gemeindeamann Hasrit Haller. Wenn alle kommen und gehen und sich nicht an unsere Regeln halten, dass sie vor Ort übernachten müssen, ist es einfach nicht mehr handelbar. Wir haben 21 leere Betten und tragen die Verantwortung für die Asylsuchenden, die krank werden können oder irgendetwas passiert. Irgendwo in der Schweiz, hier vor Ort, hat man gewisse Kontrolle und da können wir unserer Pflicht nachkommen. Die beiden Freunde lachen aber wieder. Die Gemeinde Britnau hat mit dem Kanton zusammen eine Lösung gefunden. Der Mohammed Reza darf jetzt offiziell wandern. Aber er muss an 5 Tagen pro Woche zu Britnau übernachten und weiterhin in den Deutschkurs. Die beiden Wanderer haben dank der medialen Präsenz viele Geschenke bekommen. Bestens ausgerüstet, aber doch ein bisschen nass, kommen sie heute Abend in Sissach an. Dort werden sie von Stefan Zemp und Freunden von ihm empfangen. Hallo, Hamid. Hamid. Auch. Hamid. Danke. Hallo, Hamid.